Liebe Eutinerinnen, liebe Eutiner, vieles ist in diesem Jahr, im Jahr 2020 anders. Nun auch die Art der Weihnachtsgrüße und die Grüße zum neuen Jahr. Über lange Zeit hat uns Corona schon fest im Griff. Das heißt nicht, alles, was wir sonst immer vornahmen, haben wir sein gelassen, sondern ganz im Gegenteil. Wir verloren trotz Corona und Pandemie nicht die Dinge aus den Augen, die für unser Zusammenleben und unsere Gesellschaft wichtig und von Bedeutung sind. Das ist uns in Eutin vielfach gelungen, ob im Sportlichen, im Kulturellen, im Sport, in den Vereinen, in der Wirtschaft, in den Schulen und in vielen Organisationen und Institutionen. Zwar war im März, April und in den Mai hinein fast alles ausgeschlossen, was unser öffentliches Leben so attraktiv macht. Eine Zeit lang ging tatsächlich so viel wie gar nichts. Aber dann kam der Sommer und bis kurz in den Herbst hinein war uns vieles wieder möglich. Die Regeln AH plus L haben wir geübt und mein Eindruck ist der, dass wir in Eutin im Großen und Ganzen sehr verantwortungsvoll mit diesen Regeln umgegangen sind und umgehen. Was im Sommer so gut begann, hat sich im Herbst leider nicht fortgesetzt. Regeln zur Eindämmung der Pandemie wurden und werden nun wieder verschärft. Wenn wir die Ansteckungsgefahr reduzieren wollen und wenn wir unsere Mitmenschen nicht gefährden wollen, ist das wohl grundsätzlich richtig und in diesem Fall und zur Zeit dann auch alternativlos. Leute, die meinen, eine Übersterblichkeit gäbe es nicht und alles, was mit Krankheit und Sterben um uns herum geschieht, sei so ganz und gar normal, das Übliche, vergessen, übersehen oder missachten, dass vieles in den letzten Monaten getan worden ist, um Schlimmeres zu vermeiden. Nach dunklen Tagen im November sehen wir im Dezember überall helle Lichter. Corona durchaus im Sinn, sollten wir auf das schauen, was uns in diesem Jahr gefreut hat. Da hat jeder und jede und jedes Kind ganz besondere Erlebnisse. Darauf sollten wir ganz besonders in dieser durchaus schwierigen Zeit zurückblicken. Mich erfreut immer wieder, wie unsere Stadt von Jahr zu Jahr an Attraktivität gewinnt. Nun ist auch die Straße am Rosengarten fertiggestellt. In der Königstraße haben die Bauarbeiten begonnen. Vieles davor ist bereits gut gelungen. Ja, sie kann schon gefallen, unsere kleine Stadt mit ihren Schönheiten, ihren Besonderheiten und ihrer Liebenswürdigkeit. Da freue ich mich schon auf den nächsten Sommer. Zu flanieren, einzukaufen und draußen zu sitzen bei Kaffee und Kuchen. Aber jetzt ist Adventszeit. Unsere Stadt hat sich geschmückt, viele Häuser sind farbenfroh angestrahlt, Geschenke werden frühzeitig besorgt, um nicht kurz vor Weihnachten in einen Stau zu geraten. Unsere Kinder sind gespannt auf das, was da kommt und schließlich unter dem Tannenbaum liegt und darauf wartet, ausgepackt zu werden. Die Erwachsenen freuen sich auf das Zusammensein, auf das gemeinsame Feiern und auf das gemeinsame Festessen. Weihnachten kann gut werden, wenn wir uns darauf einlassen, mit wenigen zusammenzukommen, um mit den wenigen dann ein Weihnachten zu feiern, das ganz besonders sein wird. Und dann wollen wir an die denken, die an den Weihnachtstagen arbeiten und an jene, die alles dafür tun, um Kranken zu helfen, damit sie wieder gesund werden. Ich wünsche Ihnen, liebe Eutinerinnen und Eutiner, weiterhin eine besinnliche Adventszeit. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit. Halten Sie Einkehr und genießen Sie in aller Stille die Zusammengehörigkeit, die uns alle trägt, und gehen Sie mit Zuversicht ins neue Jahr.